Hallihallo zu einem kleinen Zwischendurch-Video. Wie ihr seht, ich bin spazieren. Mal wieder irgendwo im Nirgendwo. Ja, das ist eine ehemalige Kaserne hier. Ich nehme an, hier links sind früher die Panzer gefahren. Der schönen Landschaft hier. Wenn man genau guckt, sieht man auch noch ein bisschen so ein paar Hinterlassenschaften. Ein paar Bunker. Sieht man jetzt schlecht auf dem Video, aber ab und zu sieht man dort noch wie so ein paar Bunker. Aber ich will euch was anderes zeigen. Guckt mal da drüben. Hier hat es mal gebrannt. Hier ist nämlich eine ehemalige... Ja, hier war eine Halle. Ich glaube, das war von denen hier abgestellt, ne? Von der Armee. Ihr seht dort. Das ist ein Bunker. Und in den Bunkern waren halt Fahrzeuge. Und das ist halt nach dem Brand übrig geblieben. Hier gibt es auch noch extra ein Dankeschön. Wahrscheinlich haben die das damals, war das hier Brandstiftung? Und der Eigentümer will sich halt so bedanken, indem er das hier ausgestellt hat. Also ich denke, ja, hier hat jemand gesammelt. Da hinten ist noch mehr an Schrott. Die alten Fahrzeuge, und das sind wahrscheinlich die Fahrzeuge, die noch so halbwegs... Ja, da waren, ne? W50, Multicar 25 und ZT. Bei dem W50 sieht man auch, wenn ihr euch das Fachhaus anguckt, der hat oben, das ist eine Militärausführung, ne? Der hat oben dort eine Öffnung. Da konnte man MG platzieren. Das hier vorne wird irgendein Anhänger sein, nehme ich mal an. Der ZT ist aber normaler, sieht man, das ist nicht mal ein Allrad, also... Geht noch. Beim Multicar sieht es auch so aus. Kein Allrad. Der W50 auch nicht. Also es geht. Trotzdem schade drum, ne? Ich will nicht wissen, was hier noch alles abgebrannt ist. Bestimmt so einiges. Naja, aber so steht das hier halt nur. Mitten im Nirgendwo. Ihr seht. Dort hinten steht auch noch irgendwas. Dort kommt dann eine Solaranlage. Ja, aber sonst, wie ihr seht, ist ja nicht viel. Ja, aber das wollte ich euch mal zeigen, in dem kleinen Video hier. Was man hier so alles am Straßenrand findet. Die werden noch ein paar Jahre hier stehen. Ich bin mal gespannt, wie lange.